Hallo, herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute gibt es wieder ein DM-Haul. Wir waren bei DM einkaufen und was ich alles mitgenommen habe, das würde ich euch gerne wieder zeigen. Da sind natürlich wieder viele Sachen bei, die eigentlich immer dabei sind, aber auch ein paar Sachen, die neu sind. Dann fangen wir mal an. Als allererstes greife ich, also ich habe es wieder nicht sortiert, es tut mir leid, aber ich hatte mal wieder keine Lust. Als erstes habe ich eine Bügelhilfe mitgenommen von Denkmit. Eine ganz normale Bügelhilfe. Ich hatte noch nie eine Bügelhilfe und ich habe die auch schon ausprobiert gestern. Da steht, erleichtert das Bügeln spürbar für faltenfreie Wäsche. Und ich muss sagen, also ich kann wirklich einen Unterschied feststellen. Da habe ich jetzt wieder überlegt, ich habe das sehr viel bei den ganzen Sachen überlegt, soll ich die Eigenmarke mitnehmen, also bei den Artikeln, die ich halt noch nicht kenne, soll ich lieber erst die Eigenmarke mitnehmen und die ausprobieren oder direkt die Supermarke mitnehmen, die ja, 1-2 Euro teurer ist. Aber ich habe mich jetzt hier für die DM-Marke entschieden. Und ich muss sagen, ich bin damit wirklich sehr, sehr zufrieden. Und ich verstehe nicht, warum ich die nicht schon eher gekauft habe. Ich habe sonst immer mit dem Wasser, was in dem Bügeleisen hier vorne drin ist, habe ich dann immer die Klamotten angefeuchtet und gebügelt. Aber ich muss sagen, mit der Bügelhilfe, also auf den Fingern klebt es ganz, ganz leicht. Wenn ich das auf die Wäsche, die ich bügeln möchte, sprühe, dann merke ich richtig, wie das Bügeleisen drüber gleitet. Ich merke auf jeden Fall einen Unterschied jetzt hier bei der Bügelhilfe oder mit dem ganz normalen Wasser. Und so teuer fand ich das jetzt nicht, also wird das jetzt öfter in meinem Einkauf landen, weil ich es nämlich wirklich sehr, sehr, sehr gut finde. Verstehe ich echt nicht, warum ich das nicht schon eher gekauft habe. Dann habe ich mal zum Ausprobieren von Freche Freunde Frühstückskringel, Apfel und Erdbeere, knusprige Frühstückscerealien mitgenommen. So sehen die aus. Die sehen aus wie diese ganz normalen Kelloggs, die wir so kennen. Und ich habe mir überlegt, weil ich Leon ja ab und zu auch andere Sachen außer so ein Brot oder so mit auf den Frühstücksteller lege, dass ich da auch so ein paar dann immer mit dabei packe. Ich würde die gerne mal probieren. Was sind da so drinne? Bio-Getreideringe mit Bio-Apfelpulver, Bio-Bananenpulver und Bio-Erdbeerpulver. Wir probieren die jetzt mal. Och, sind die süß. Ja, die riechen so nach Frucht. So sehen die aus. Voll klein. Ich habe mir die ein bisschen größer vorgestellt. Vielleicht, kennt ihr diese... Entschuldigung, ich runzel die ganze Zeit so mit den Stirn, weil die Sonne so blendet. Kennt ihr diese, wie heißen die? Da sind so ganz viele bunte Reispops in so einer Tüte, die ist durchsichtig mit so einer lila Aufschrift. Ich komme jetzt nicht auf den Namen, aber ich finde, so ein bisschen schmecken die. Nur die, die ich jetzt gerade versucht habe zu erklären, diese Süßigkeiten-Sorte, die kriegt man bei Real oder so, die sind so sauer. Also so Reispops sind das, so saure Reispops, keine Ahnung. Und ein bisschen so schmecken die, nur die sind halt nicht sauer. Ja, ich denke, Leon wird die mögen, kleben nur ein bisschen an den Zähnen, aber das wird Leon jetzt überhaupt nichts ausmachen. Und vielleicht werde ich das dann auch mal mit Milch bei ihm ausprobieren. Dann habe ich auch wieder für Leon morgens mit auf dem Frühstücksteller die Bananenchips, wie immer, gekauft. Und diese Apfelchips, die isst er wirklich sehr gerne. Obwohl mittlerweile isst er auch einen richtigen Apfel, das ist aber auch wieder so ja, launenabhängig, ob er jetzt einen richtigen Apfel möchte oder ob er den eklig findet. Aber die Apfelchips isst er wirklich sehr gerne und die Bananenchips auch. Die Bananenchips, die püriere ich auch manchmal, also nicht püriere, die kommen manchmal in meinen Mixer. Ich habe so einen kleinen Mixer von früher noch, so einen Magic Max oder so heißt der, zusammen mit... Ich komme heute nicht auf die ganzen Namen, es ist noch zu früh. Zusammen mit Haferflocken, genau. Ich nehme so 2 Esslöffel Haferflocken und ein paar von den Bananenchips. Dann mixe ich mir die richtig klein, pulverisiere die. Und dann wird das zusammen mit Joghurt gemischt und das isst Leon sehr gerne. Und ein bisschen Obst dazu. Dann habe ich von Balea ein Trockenshampoo mitgenommen. Auch hier habe ich wieder überlegt, ob ich das von Batiste, was so gehypt wird, mitnehme, was dann aber auch 2 Euro, glaube ich, teurer war. Oder das von Balea oder 1 Euro teurer, keine Ahnung. Aber ich habe mich jetzt erstmal dafür entschieden und werde das erstmal ausprobieren. Für dunkles Haar zum Ausbürsten Anti-Fett-Effekt. Ich wasche mir meine Haare 2-mal die Woche, habe ich ja schon mal gesagt, Anfang der Woche. Und
so Mitte der Woche oder so. Und durch mein neues Shampoo, was für meine Haare sehr gut ist, weil ich wirklich sehr, sehr trockene Haare habe, fetten die jetzt ein bisschen mehr. Aber das finde ich nicht schlimm, weil ich hatte eigentlich wirklich immer total strohtrockene Haare. Und jetzt fetten die halt so ein bisschen am Ansatz. Ja, und dann wollte ich einfach mal versuchen, das mit dem Trockenshampoo gegenzuwirken nach 2 Tagen, wenn ich mir dann die Haare noch nicht gewaschen haben sollte. Außer wenn ich jetzt wirklich meine Haare mal voll viel irgendwie Haarspray drin hatte oder Haargel oder was auch immer, dann hat man immer so weiße Punkte. Ich weiß gar nicht, ob das, ich glaube nicht, dass das durch das Trockenshampoo dann weggeht oder so. Dann muss ich mir auch mal zum 3-mal die Woche oder so die Haare waschen, das kommt halt immer drauf an. Dann habe ich wie immer von Balea die feuchte Tücher mitgenommen. Das sind immer diese 4er-Pakete. 1 haben wir davon schon in Gebrauch. Und ja, wie immer, ich bin damit total zufrieden. Und ganz früher, als er noch ganz, ganz klein war, habe ich immer die von Pampers Sensitiv genommen. Fand ich auch wirklich super. Aber ich finde, das ist echt eine super günstige Alternative zu den Pampers. Ja, finde ich sehr gut. Dann haben wir von der DM Biomarke einmal Apfelmark mit Aprikose, Apfelmark mit Banane und Apfelmark aus Deutschland mitgenommen. Und das soll wirklich komplett 100% Frucht enthalten. Ich vertraue denen da mal. Also hier steht drin, also dass hier 100% Apfel drin ist und hier in dem Apfelmark mit Banane sind 75% Äpfel und 25% Bananen. Jeweils mit einem Sternchen hinterlegt und das Sternchen, wo ist das Sternchen? Wartet, ich suche das Sternchen. Jetzt direkt darunter steht nochmal ein Sternchen aus biologischer Landwirtschaft. Also die 75% Äpfel und 25% Bananen sind aus biologischer Landwirtschaft. Ansonsten soll hier wirklich nichts anderes enthalten sein, aber irgendwie muss es ja haltbar gemacht werden. Aber ich vertraue denen da mal, dass es total gesund ist. Also ich weiß, dass in den HIP oder in den normalen DM-Babygläschen, da ist dann auch, glaube ich, noch Reis mit enthalten. Das sind jetzt keine komplett 100% Frucht. Ich glaube, das ist damit die Babys oder die kleinen Kinder die Früchte besser vertragen oder so. Aber hier ist komplett nur Frucht drin. Und die nehme ich jetzt für mich, für meinen Joghurt oder wenn Leon aus dem Kindergarten kommt. Und dann hat er meistens noch so 5 Stunden bis zum Abendbrot, hat aber schon Mittagessen in der Kita gehabt. Dann bekommt er halt zwischendurch von mir Obst und einen Joghurt mit ein bisschen von diesem Obst mit dabei. Das isst er wirklich sehr gerne. Und ja, ich habe sonst immer diese ganz normalen Babygläschen genommen. Die gehen auch, aber ich hatte jetzt auch keine Lust, wieder zurückzulaufen. Deswegen habe ich die mitgenommen. Die habe ich auch öfter für mich halt. Und die werden dann für Leon ja auch nicht schlecht sein. Dann wie immer meine Allzwecktücher von Profissimo. Die finde ich gut. Stinknormale Allzwecktücher und auch diese Geschirrreiniger, die habe ich auch mal wieder gebraucht. Das sind immer 6 Stück, damit komme ich eigentlich lange aus. Ich brauche die nicht so oft, außer ich habe mal irgendwas Verkrustetes in den Töpfen oder so. Genauso wie mit den Edelstahlpads, damit kommen wir auch wirklich lange aus. Die nehmen wir momentan im Sommer für unseren Grillrost. Ich finde, damit kriegt man den wirklich super sauber. Wir haben so eine, wie nennt man die, so eine Edelstahlbürste. Und damit mache ich das Rost dann einmal so grob sauber mit so Wasser. Und ja, da geht aber nicht alles von ab, von dem ganzen Dreck. Und deswegen nehme ich dann halt nochmal für die Feinarbeit diese Edelstahlpads. Und die sind wirklich sehr gut. Ich habe ja auch schon erwähnt, die nehme ich auch für meinen Kamin, ohne dass ich da Kratzer bekomme. Und die benutze ich auch für den Topf, für den Thermomix, falls da mal irgendwas angebrannt ist. Ja, die kann man eigentlich wirklich für sehr viele Sachen benutzen. Oder wenn ich so richtig hartnäckigen Schmutz in meinem Waschbecken habe. Mein Waschbecken ist jetzt allerdings nicht aus Porzellan, sondern aus Glas. Von daher hinterlässt es auch keine Kratzer. Dann habe ich Sachen für Flecken gebraucht, weil Leon geht ja jetzt in den Kindergarten. Und ganz am Anfang habe ich ihn wirklich immer sehr schick angezogen. Und wenn ich ehrlich bin, ich habe keine Gammelklamotten für ihn oder Sachen, die ruhig mal dreckig werden können. Ich habe nur normale Sachen, die halt immer schön aussehen, die natürlich auch mal dreckig werden können, wenn wir rausgehen oder so. Aber ich habe das schon oft gehört, wenn die aus dem Kindergarten kommt, sind die voll eingesaut. Ja, das stimmt. Finde ich auch nicht schlimm, ist ja auch gut.
der ganze Dreck am Popo, das ist ja ein gutes Zeichen, dass sie draußen waren. Was ich jetzt so nicht so toll finde, ist halt die ganzen Essensreste, weil ich bin ja alleine mit ihm dann und ich kann mich dann alleine um ihn kümmern, während er selber isst, weil er darf bei mir auch selber essen. Nur ich kann ihn dann immer halt beim Essen immer schön sauber machen. Und die im Kindergarten haben dann natürlich keine Zeit für bei denen, ich glaube, das sind 10 Kinder in einer Gruppe. 4 Erzieher und die haben halt nicht immer die ganze Zeit Zeit, dann den Kindern da den Mund abzuwischen, wenn die Marmelade so runterläuft oder so. Deswegen verstehe ich das auch, aber ja, kann man halt nichts machen. Obwohl die Marmeladenflecke und so kriege ich sehr gut raus, aber ich habe Probleme mit den Popoflecken, also mit den ganzen Matsch und Dreck, die am Popo sind. Ich habe die ganz normal gewaschen, ich glaube auf 60 Grad habe ich die Hose sogar gewaschen und der ist immer noch so leicht braun am Popo. Und jetzt wollte ich mal von Denk mit die Geilseife mit Softbürste ausprobieren. Ich habe die ganz früher benutzt, als Leon noch diesen Milchstuhl hatte. Da ist dann öfter mal was daneben gegangen. Das ist dann aus der Windel gekommen und die ganzen Klamotten waren voll. Und damit habe ich die Kacki wirklich super weggekriegt. Dann bin ich dann mit der Bürste dann einmal so rumgegangen und dann konnte ich das sofort in die Waschmaschine packen. Auch wenn es mal ein paar Tage eingetrocknet war. Sogar bei 40 Grad ist das dann rausgegangen. Und jetzt wollte ich mal ausprobieren, ob das auch mit dem ganz normalen Dreck von draußen geht. Mal schauen. Dann brauchte ich noch ein neues Duschgel für den Leon. Das letzte war von Bübchen. Das hat richtig gut gerochen. Irgendwie so Paradiesvogel oder so. Aber leider hat er da, da stand auch irgendwie kein Ziepen und kein Tränen. Aber er hat, das hat wohl total gebrannt, als das Duschgel in seinen Augen gelandet ist. Und deswegen wollte ich mal das ausprobieren von Belly Button. Das ist ein neues Duschgel. Wasserbombe für Kids. Ein 3-in-1, Dusche, Shampoo und Bad. Keine Tränen und kein Ziepen. Also ich bin gespannt. Vegan steht auch noch drauf. Es riecht so richtig lecker. Am liebsten würde ich mich damit duschen. Ich werde das bestimmt auch mal ausprobieren. Also es riecht nicht so penetrant künstlich und so extrem nach Parfüm, aber es riecht schon, irgendwas ist das. Also sowas, was mich total interessiert. Und deswegen, also ich fand es sehr, sehr, sehr teuer, aber ich habe es trotzdem einfach mal mitgenommen. Ich wollte es unbedingt mal ausprobieren, obwohl es wirklich 2 Euro teurer wie das normale andere Duschgel für Kinder. Aber da steht ja auch drin, dass es fürs Bad geeignet ist. Ich werde es einfach mal ausprobieren auch fürs Bad. Obwohl ich auch noch ein Badzeugs für Leon mitgenommen habe. Hier so eine Schaumbad von Sauber. Das hier. Das Design von Sauber finde ich voll cool. Da wollte ich auch erst das Duschgel mitnehmen, aber dann hat mich ja Belly Button so angesprochen. Und riecht auch sehr gut. Sehr bärig. Meine Freundin meinte schon, das sieht immer voll eklig aus, wenn ich mir das so in die Nase stecke. Aber ich rieche das sonst nicht anders. Und ich muss das richtig intensivieren und deswegen mache ich das immer so nah an der Nase dran. Es tut mir leid, falls ihr das eklig findet oder so. Aber ja, weiß ich nicht. Ich mache das halt schon immer so, auch wenn ich im Laden stehe. Nein, nicht ganz so im Laden, so extrem, aber jetzt ist es ja meins, jetzt kann ich ruhig die Nase dran halten. Von Sauber Schaumbad, reinigt mild und sanft mit Pflege, Lipiden aus natürlicher Basis. Sieht sehr schön aus und ja, fürs Badezimmer schön kindlich. Was haben wir noch? Dann habe ich noch von Vegans Kokosblütenzucker. Auch vegan, halt, ne, von Vegans, mitgenommen zum Ausprobieren, weil ich das bei einer YouTuberin gesehen habe, die hat mal ihr Porridge vorgestellt, das war die Chick Mommy, die hat das halt vorgestellt und das sah sehr interessant aus, weil ich habe auch schon Porridge in 100 Varianten ausprobiert, aber das ist halt nicht meins. Ich mache mir aber immer mein Müsli ich mache mal so gesüßtes Müsli, also ist jetzt kein gesundes Müsli, was ich da immer mache. Aber obendrauf kommt dann immer bei mir ganz viel Honig oder so. Und ich fand Kokosblütenzucker total interessant zum obendrauf streuen. Das würde ich jetzt auch gerne mal mit euch probieren, wie das so schmeckt. Hier ist es nochmal mit so einem Aluteil. War ja klar. Also es sieht aus wie Rohrzucker. So. Ja, wie probiere ich es denn jetzt am besten, ne? Wenn ich hier und danach rein, ist schon ein bisschen eklig, ne? Mach ich mir hier was. Obwohl, eigentlich bin ja eh ich die Einzige, die das isst. Ist ja sonst keiner hier, aber ich probiere das jetzt mal so. Ja, ich weiß nicht, also vielleicht in der Kombination mit meinem Müsli schmeckt das vielleicht ganz gut.
weil ich auch ein Kokosmüsli immer habe. Das von Lidl. Ich weiß nicht, schmeckt halt, hat was Kokosmäßiges, hat was Zuckermäßiges und irgendwie was Angebranntes. Also nicht doll angebrannt. Ja, keine Ahnung, ob mir das schmecken wird. Das war jetzt auch nicht so günstig, aber ich denke, das kann ich auch für andere Sachen nehmen. Ich werde das mal in meinem Smoothie mit beipacken. Ich werde das mal überall mal irgendwie ausprobieren. Vielleicht schmeckt mir das ja dann in der Kombination mit Joghurt und mit den anderen Sachen ganz gut. Dann habe ich wie immer mein Airwick Exotic Inspiration mauretanische Wildorange von Freshmatic mitgenommen. Das riecht voll gut und ich liebe dieses Zeugs. Ich habe es ja jetzt unten im Gäste-WC und oben im unserem Bad und im Gäste-WC habe ich es immer auf Dauer an. Da sprüht das, glaube ich, alle 6 Minuten oder 9 Minuten, weiß ich nicht. Und oben halt nur, wenn wir das große Geschäft erledigt haben. Dann habe ich wieder, wie immer, Weichspüler gebraucht. Und da habe ich jetzt so eine große Packung. Das ist eine neue Sorte von Vanel mitgenommen. Soft and Oils habe ich ja für mich total entdeckt. Und das ist jetzt die neue Sorte sinnliche Ilyang. Riecht auf jeden Fall voll gut. Ah, ich liebe diese Soft and Oils. Die habe ich total für mich entdeckt und die kaufe ich auch immer wieder gerne nach. Davon habe ich, glaube ich, noch was. Ach ja, jetzt habe ich hier noch was Ähnliches von Kuschelweich. Auch neu entdeckt. Auch sanfte Öle. Ist auch so was Ähnliches, halt nur von Kuschelweich und nicht von Vanel. Das ist ja einfach nur sanfte Öle. Da gibt es auch nur diese eine Sorte von. Und das hat mich auch sehr angesprochen. Auch vom Duft, also dieses leicht parfümierte gefällt mir wirklich sehr gut. Und Leon bekommt sowas jetzt eigentlich auch von mir. Ich habe nämlich jetzt vergessen, das für ihn das spezielle Kuschelweich zu kaufen. Also dieses helle Sensitiv, das kaufe ich sonst immer für ihn, damit er nicht ganz so stark nach Weichspüler riecht. Aber ja, ist ja jetzt nicht so schlimm, wenn ich es jetzt mal vergessen habe, mein Gott. Dann habe ich von Dontodent ab 6 Jahren Junior Mundspülung gekauft. Die ist jetzt nicht für Leon, weil er ist ja erst 21 Monate alt. Aber die ist für mich. Die wollte ich unbedingt mal ausprobieren, ob die so gut ist. Weil die riecht schon richtig süß. Also ich würde das gerne trinken, ne? Also so typisch Kinder. Ja, eigentlich nehme ich das ja immer, damit ich mich noch frischer fühle, gerade morgens nach dem Zähneputzen, egal wie lange man sich die Zähne putzt. Manchmal hat man dann einfach so, boah, man hat immer noch so einen Morgengeschmack im Mund, ne? Ist ja manchmal so. Und dann nehme ich meistens so eine Mundspülung, damit ich mich dann auch noch mal ein bisschen frischer fühle, die dann auch so minzig schmeckt. Beim letzten Mal hatte ich jetzt eine, die hat mir nicht so gut gefallen. Aber irgendwie habe ich die Vorstellung alleine, dass ich was Minziges jetzt im Mund hätte, als ich das gekauft habe. Da wurde mir irgendwie voll schlecht, warum auch immer. Und deswegen habe ich das jetzt mal genommen und ja, gibt mir jetzt bestimmt nicht diesen frischen Kick, den ich sonst bei einer Minze-Mundspülung hätte. Aber ich fand das irgendwie total ansprechend wegen dem leckeren Beerengeschmack. Ich glaube nicht, dass man das trinken darf, ne? Ohne Alkohol. Nicht schlucken. Aber ja, ich wollte es einfach mal ausprobieren, ob ich mich danach auch so frisch fühle, wenn ich was Minziges nehme. Oder ob ich dann sage, bäh, am frühen Morgen, das schmeckt überhaupt nicht. Ja, aber es hat mich halt sehr angesprochen und deswegen habe ich es jetzt einfach mal mitgenommen. Dann habe ich wie immer von Babylove diese feuchten Waschlappen mitgenommen. Die habe ich beim letzten Mal voll vergessen und das ist echt, ich vergesse die öfter mal, wenn ich die nicht aufschreibe. Das ist wirklich... Ja, ich finde es einfacher, wenn ich diese feuchte Tücher habe und ihn dann, während er am Essen ist, dann immer ab und zu mal so ein bisschen sauber machen kann. Dann habe ich auch von Babylove die kleinen feuchten Waschlappen wieder gekauft für meine Handtasche. Die habe ich dann immer dabei, wenn er ein Eis gegessen hat oder wenn er irgendwie total was Dreckiges an den Händen hat, wenn wir jetzt aber wieder ins Auto steigen oder was auch immer, dann finde ich die immer ganz gut dabei zu haben. Dann habe ich von Lenore die Unstoppables Wäscheparfümperlen gekauft. Das ist die kleine Probierpackung. Ich stand die ganze Zeit vor dem Regal und habe mir die großen die ganze Zeit angeguckt und habe überlegt, boah, nimmst du die mit, nimmst du die nicht mit? Weil ich habe schon mal so eine kleine Probierpackung bei Lidl gekauft. Da war die im Angebot. Und ich fand die eigentlich sehr gut.
Und dann habe ich auf jeden Fall die ganze Zeit überlegt, ich nehme es halt mit, aber 7 Euro, knapp 7 Euro kosten die, war ich echt zu geizig. Und dann habe ich die Kleinen gesehen, ich hätte die Große jetzt mitgenommen, dann hätte ich ziemlich lange was davon gehabt. Aber so habe ich halt die Kleine gekauft, damit komme ich lange aus. Ja, weil das ist schon wirklich sehr teuer, aber es gibt ja immer so Opfer, ne, so wie mich zum Beispiel, die das dann kaufen. Ich hätte es ja jetzt auch in groß gekauft. Aber ich finde, das ist irgendwie, weiß ich nicht, ob das gerechtfertigt ist, aber das ist wirklich, das riecht wirklich sehr, sehr gut. Ich benutze das für verschiedene Sachen. Also für meine normale Wäsche benutze ich das so nicht, sondern ich benutze das hauptsächlich so für die Tagesdecke, die ich dann auf meinem Bett mache, weil die Katzen dann öfter auf dem Bett liegen. Und ja, wenn ich dann die Tagesdecke nicht drauf habe und wir wollen ins Bett gehen, egal ob es frisch bezogen ist oder nicht, haben wir die ganzen Katzenhaare im Gesicht. Und atmen die dann ein und das finde ich dann halt nicht so schön. Zwar schlafen unsere Katzen auch ab und zu im Schlafzimmer, aber ja, also wenn die den ganzen Tag darauf sich rumgewälzt haben oder so, dann liegen da doch schon mal mehr Haare. Deswegen ist so eine Tagesdecke gar nicht so verkehrt. Auf jeden Fall wasche ich die Tagesdecke damit und wenn ich dann ins Schlafzimmer reinkomme, dann riecht das ganze Schlafzimmer danach. Und wofür die wirklich super mega sind, das müsst ihr mal ausprobieren, wirklich. Also meine Freundin, die... Die hat mal bei mir hier gesaugt, weil die, wie heißt das, die hat auf die Katzen aufgepasst, als wir im Urlaub waren. So, und dann hat die gesaugt und gesaugt und auf einmal hat die nur so gehört. Ja, und dann hat die einen Katzenköttel eingesaugt, also neben dem Katzenklo. Und danach hat der ganze Staubsauger nach Katzenkacke gestunken. Und das hat sie mir dann auch schon mal gesagt, Achtung, wenn du den Staubsauger anmachst, ich wollte den jetzt nicht wechseln im Beutel, das stinkt nach Katzenkacke. Okay, ich habe es vergessen und wollte gerade saugen und dann war der ganze Raum hat voll nach Katzenkacke gestunken. Und ab und zu benutze ich auch mal diese Staubsauger Kapseln, also so Duftkapseln oder so. Aber ich habe mir dann überlegt, ich werde mal die Unstoppables ausprobieren. Und deswegen habe ich so eine Kappe voll, also wie man die auch für die Wäsche nimmt, auf dem Boden verstreut, also einfach nur so einen Haufen dann gemacht auf dem Boden, hab das eingesaugt, nachdem ich den Beutel gewechselt habe. Und ich schwöre euch, Leute, wirklich, der ganze Raum riecht nach diesem Lenore-Duft Unstoppables Parfümperlen. Wirklich mega. Und das schon seit Monaten. Also ich habe jetzt den Beutel, ich glaube, schon 2 Monate drin oder so. Und der ganze Raum riecht immer noch danach. Sobald ich den Staubsauger anmache, dann kommt erstmal so diese Duftwolke entgegen. Also als ich aus dem Urlaub kam, kam mir diese Kacki-Duftwolke entgegen von Katzenkot. Aber jetzt habe ich die drin. Ihr müsst es mal ausprobieren in euren Staubsauger. Wirklich so ein paar Mal davon. Entweder packt ihr die direkt in einem Staubsaugerbeutel oder ihr saugt die mal eben auf. Das könnt ihr auch mit normalem Waschmittel machen. Auch das gibt einen gewissen Effekt, aber der nicht so lang anhält wie diese Unstoppable-Perlen. Ja, und meine Katze, ich weiß nicht, was sie hatte oder so, weil das macht sie eigentlich gar nicht. Die hat auf dem Kindersitz vom Leon gepinkelt. Das hat die ganz früher gemacht, als wir die aus dem Tierheim geholt haben. Da hat die uns sehr, sehr viel voll gepinkelt. Ich war echt verzweifelt, weil ich hasse Katzenpipi. Das stinkt so übelst und die kriegt den ganzen Geruch nicht mehr raus. Und damals auf unserer Couch, und ja, wie kriegt man da wieder den Geruch raus? Aber die haben wir ja dann Gott sei Dank eh irgendwann weggeschmissen. Nur irgendwann, nachdem wir die dann kastriert haben und nachdem wir uns noch ein zweites Katzenklo besorgt haben, weil vorher hatten wir nur eins, aber damals hatten wir auch 2 Katzen und da hat auch 1 gereicht, aber die Katze brauchte wohl ein eigenes Klo für sich. Manche brauchen sogar 1,5 Klos für sich, also dass man bei 2 Katzen 3 hat. Also wir haben halt viel ausprobiert und 2 Katzenklos haben gereicht und dass wir sie kastriert lassen haben und dann war Schluss. Sie hat nie wieder irgendwo hingepinkelt. Und jetzt auf einmal hat die das, den Sitz vollgepinkelt. Ich weiß nicht, was sie hatte, ob sie irgendwas gestört hat. Ich weiß nur, dass sie, sie wollte ins, in unseren Sandkasten reinmachen. Und dann habe ich gesagt, ey, ne, also habe nur so geschrien von Weitem, ey, gehst du da weg? Und dann ist sie weggerannt. Und ja, einen Tag später habe ich das dann entdeckt, dass der Sitz nach Pipi gestunken hat. Weiß ich nicht, ob die da so sauer war, weil die da nicht hinpinkeln oder kacken durfte, was auch immer. Dass sie deswegen auf den Sitz gepinkelt hat, fand ich nicht so toll, aber dann habe ich die Bezüge gewaschen und normalerweise ist das wirklich sehr schwer, auch beim nach dem Waschen den Duft rauszukriegen, aber mit den Perlen, dann habe ich, also wir haben nämlich manchmal den Sitz bei uns im Wohnzimmer dann halt stehen oder im Flur, wenn wir dann immer wechseln, also wir haben nur einen Sitz für den Leon und da müssen wir dann, weil wir 2 Autos haben, ab und zu dann wechseln, am Wochenende benutzen wir Dennis sein Auto, dann kommt das in Dennis sein Auto rein, wenn er das dann aber wieder gerade nicht brauche oder so, dann kommt das wieder ins Haus.
der Sitz. Und auf jeden Fall stand er dann erstmal im Haus, nachdem ich das gewaschen habe. Und die ganze untere Etage hat danach gerochen. Also super. Also ich habe jetzt wieder voll lange über diese Perlen gesprochen, aber die sind wirklich gut. Also so eine kleine Packung lohnt sich, das mal auszuprobieren. Für 4 Euro oder so. Keine 4 Euro waren das. Probiert es einfach mal aus. Also für die normale Wäsche ist mir das zu schade. Also für besondere Wäsche, wenn ihr zum Beispiel eine Decke habt, die ihr im Wohnzimmer immer drapiert oder so, würde ich die damit mal waschen. Also wirklich echt gut. Oder Kissen oder sowas. Wirklich super. Dann hat Dennis wieder ein Deo gebraucht. Axe Body Spray Black. Also, kenne ich den Duft? Ich sprühe mal wieder. Meine Nase ist verstopft. Dass er nie ankommt, der Duft hier. Ah, jetzt. Oh nee, das gefällt mir aber nicht. XL ist das. Nee, gefällt mir nicht. XL Body Black Spray. Ich finde, das riecht nach Billig-Männer-Deo. Also es gibt wirklich so manche so Billig-Deos. Boah, also manchmal, wenn mir so ein Mann entgegenläuft, dann rieche ich das richtig, das ist so ein Billig-Deo, was er drauf hat. Und dann hat er auch noch ganz viel davon drauf. Nee, sowas mag ich nicht. So einen penetranten Duft. Und der gefällt mir auch nicht. Der riecht so, obwohl er ja nicht günstig ist, riecht er sehr, sehr... Nee, gefällt mir nicht. Penetrant. Dann habe ich für meine Haare ein Haargel wieder mitgenommen. Das ganz normale von Balea, die Nummer 4. Das mache ich dann drauf, wenn ich so Grip haben möchte für meine Haare. Wenn ich mir einen Pferdeschwanz mache oder so. Pferdeschwanz, geflochtenen Zopf mache oder so. Damit die einfach die ganzen anderen kleinen Fisselhaare, die ich habe. Oder mein ganzes Spliss oder Fliss, Spliss, Fliss. Keine Ahnung, wie sich das alles nennt. Dass man das dann so extrem sieht und dass die dann so abstehen und dann mache ich immer ein bisschen Gel rein und dann kann ich meine Haare flechten. Finde ich sehr gut. Ja. Nur man darf nicht so viel davon nehmen, dann sieht das so klätschig aus. Ja. Dann von Evelyn die 40 Maxi Pads. Die finde ich wirklich sehr gut. Damit mache ich immer dann mein Augen-Make-up oder so dann so grob ab. Finde ich echt gut. Und von Alnatura die Dinkelcracker. Die durften auch wieder nicht fehlen. Die sind wirklich voll lecker. Die esse ich auch so zwischendurch total gerne und Leon liebt die auch. Auch so ein Frühstücksteller kriegt er die ganz oft. Dann, also ich habe viele Reinigungsprodukte gekauft. Von Denk mit ein Oxy Power Weißpulver. Das habe ich noch nie mitgenommen und ich wollte das unbedingt mal ausprobieren. Ich habe das mal bei der, auch so einer YouTuberin gesehen. Oh, wie heißt die? Die heißt Cinderella Vlogged. Genau, so heißt die. Und die macht auch ab und zu so ein paar DM-Hauls oder so. Früher hat sie die ganz häufig gemacht. Und da hat die auch immer dabei gehabt. Und die fand ich wirklich vom Erzählen her sehr interessant. Und deswegen habe ich die mal mitgenommen, weil Leons Wäsche, also er hat auch viele weiße Klamotten. Und irgendwie ist mir aufgefallen, dass die beim Waschen nicht richtig weiß werden. Und diese H&M Polo-Shirts ist mir aufgefallen, da hat der noch so einen leichten Schmutzrand oder irgendwo, wo der dann halt gerade schmutzig war oder so. Das geht nicht komplett, es wird nicht wieder komplett sauber. Und deswegen wollte ich einfach mal dieses Oxy Power Pulver mal ausprobieren. Und ich meine, die hatte das dann auch in ihren Holz und sie meinte, dass sie einen Unterschied dadurch merkt. Also wollte ich das einfach mal ausprobieren. Da habe ich dann auch wieder überlegt, nehme ich das von Denk mit oder von der etwas teureren Marke. Aber ich habe mich jetzt für die günstige erstmal entschieden. Falls das nichts bringt, kann ich ja immer noch zu einer etwas teureren Marke greifen. Dann habe ich feuchte Allzwecktücher mitgenommen. Das ist jetzt mal eine neue Sorte, Granatapfel. Die habe ich schon öfter mal bei manchen Leuten in den Halls gesehen. Bei uns gab es die aber nie. Das ist eine limitierte Duft-Edition. Och ja. Riecht sehr fruchtig. Und ich benutze sie gar nicht mehr so häufig wie früher. Ich habe die sonst immer so zwischendurch schon echt häufig benutzt. Aber jetzt habe ich die meistens eigentlich nur hier oben rumstehen, wenn ich da mal Katzenkotze oder so wegwischen muss. Also dann mache ich das erstmal mit einem trockenen Tuch und dann gehe ich da mal eben schnell am Boden hier rüber. Damit ich nicht den kompletten Boden hier oben wischen muss oder so. Da bin ich dann manchmal doch schon ganz schön faul. Und oder wenn ich wirklich einfach nur mal irgendwo drüber wischen möchte, hier oben, wie gesagt, finde ich die ganz gut. Weil unten habe ich jetzt für mich immer diesen
Tupperlappen entdeckt, diesen blauen, der für Glasflächen geeignet ist. Und der ist wirklich sehr gut. Also dieser Lappen, den kann ich auch nur empfehlen. Also damit putze ich jetzt nicht unbedingt meine Fenster, obwohl er dafür gedacht ist. Aber wenn Leon dann, der patscht da voll oft mit seinen dreckigen Fingern oder was er dann da auch irgendwie kleben hat an den Fingern, an den Fenstern und so, kann ich ja mal eben ganz schnell die Fenster damit mal eben schnell sauber machen. Dann sieht man die ganzen Abdrücke nicht mehr. Und man sieht dann auch richtig, wie das dann so langsam trocknet und dann auch streifenfrei wirklich. Und ich benutze diesen Lappen von Tupper auch sehr oft, wenn wir gegessen haben, für meinen Glastisch. Dann brauche ich auch nicht immer den Glasreiniger und Zewa benutzen oder so. Das benutze ich dafür oder auch für meine ganzen Ablagen, wenn da Katzenhaare drauf sind. Weil ich da einfach nur mit einem feuchten, also angefeuchtet ist der Tupperlappen, dieser blaue. Der ist dann einfach nur angefeuchtet und dann gehe ich über die ganzen Flächen da so drüber und das trocknet dann von alleine streifenfrei. Und das ist wirklich so. Ich finde den wirklich sehr gut. Hätte ich nicht gedacht. Ich habe den auch nur gekauft, weil die anderen bei der Tupper-Party meinten, oh, der ist wirklich so gut und deswegen habe ich den gekauft. Sonst hätte ich den nicht gekauft. Ich habe zwar damals schon überlegt, kaufe ich den, aber nee, das ist bestimmt einfach nur so ein normaler Lappen oder so, aber der ist wirklich sehr gut. Dann für die Tage, falls ich nicht kochen muss oder ich nicht schon irgendwas vorgekocht habe und eingefroren habe, habe ich hier wieder so Fertiggerichte von Hip, Spaghetti Bolognese und Eiernudeln mit Gemüse und zartem Gulasch. Hier ist noch einer, Paella mit buntem Gemüse und Bio-Hühnchen. Dann hat Leon auch wieder ein paar Quetschis bekommen, aber die werden nicht reichen. Wir brauchen wirklich häufig Quetschis, gerade wenn wir jetzt beim Kindertouren waren oder wir sind draußen die ganze Zeit unterwegs oder so. Damit ich ihnen erstmal so einen kleinen Snack geben kann, bekommt er die immer. Einmal Pfirsich-Banane in Apfel und Erdbeere und Heidelbeere in Apfel. Also die wird er echt noch die nächsten 3 Jahre, glaube ich, kriegen. Jo. Dann habe ich für die Badewanne so meine Lieblings-Balea-Badeperlen mitgenommen, diese Tiefenentspannungsperlen. Die sind wirklich super lecker. Und auch da habe ich ja schon voll oft gesagt, wenn ich die in die Badewanne schmeiße und ich mache die Badewanne an, dann riecht das ganze Badezimmer leider. Und dann habe ich auch wieder von Denk mit meine Farb- und Schmutzfangtücher mitgenommen. Die finde ich auch ganz gut. Ja. Dann brauchte ich, weil ich jetzt endlich mal mit Leons Fotoalbum anfangen wollte, einen Fotokleberoller gekauft. Ich bin gespannt, wie der so ist. Ich wollte eigentlich auch Fotos ausdrucken, aber ich habe den Stick vergessen. Ich wollte schon mal den ersten Monat machen, weil ich habe noch kein Fotoalbum angefangen. Ich habe zwar die ganzen Fotos schon so in einem Computer sortiert nach Monaten, aber jetzt muss ich die nur noch ausdrucken und in einem Fotoalbum kleben. Ich habe nämlich auch schon ein Fotoalbum gekauft. Ich kann euch das mal zeigen. Das steht hier vorne. Oder es liegt hier vorne. Da habe ich das von Amazon. Das finde ich ganz cool. Das ist das große 30x30 ist das, glaube ich. Da könnt ihr hier so ein Foto reinmachen. So ein Frontfoto. Und dann könnt ihr hier einfach ganz normal einkleben. Ist jetzt ohne so ein Drumherum. Weil ich habe auch noch so Bücher gekauft. Aber die finde ich im Nachhinein irgendwie nicht so gut. Wo dann halt immer so vor, wo dann immer so steht, ja, das war mein erster Kindergartentag. Da habe ich meinen ersten Zahn bekommen und so. Aber irgendwie hat mir das nicht so gefallen, so nach welcher Reihenfolge das geht. Das würde ich lieber gerne selber machen. Deshalb habe ich einfach so ein leeres Fotoalbum mal gekauft. Und ja, auf jeden Fall brauchte ich so einen Fotokleber, weil jetzt habe ich ein bisschen mehr Zeit. Leon geht ja jetzt in den Kindergarten. Und die Zeit nutze ich dann dazu, um Sachen zu machen, die jetzt ein bisschen auf Strecke geblieben sind. Wie Haus gründlich putzen, Fenster putzen. So Sachen, die man sonst nie so schafft. Und natürlich auch Fotoalben und Keller sortieren und so. Das muss ich auch noch alle machen. Und mal den Dachboden mal wieder aufräumen. Also das Dachgeschoss, Dachboden, also unser Dachgeschoss. Und ja, auf jeden Fall bin ich gespannt, wie der ist und ob der gut klebt. Dann haben wir auch eine Biotonne und dafür wollte ich mal diese Bio-Kompostbeutel mitnehmen. Das sind die von Profissimo. Das sind so kompostierbare Beutel. Also die brauche ich jetzt nicht so häufig, weil wenn ich jetzt mal nur 3 Kartoffeln oder so schäle, dann schmeiße ich die auch in den normalen Müll. Aber manchmal habe ich wirklich, oh, die sind doch schon ganz groß, ne? Manchmal habe ich ja wirklich total viel Obst und Gemüse, was ich so schäle und verarbeite und dann habe ich so viele Reste und so. Und dann kommt das auch alles in die Biotonne zusammen mit dem ganzen Unkraut und so vom Garten und so. Und wenn ich dann zum Beispiel eine Kartoffel schäle, also mehrere Kartoffel schäle oder so, dann habe ich, dann würde ich das schon gerne in die Biotonne schmeißen, aber die Kartoffelschalen, die kleben dann alle so an der Biotonne. Und man muss sie sowieso ausspülen, aber dann hat man
ja, auf dem Boden nicht nur den groben Schmutz, sondern auch noch die ganzen Kartoffelschalen. Und deswegen würde ich die gerne hier in diese Beutel reinpacken, diese Schalen und alles, was sonst da dran kleben würde. Und dann so in die Biotonne schmeißen. Dann brauchte ich, wie immer, diese Fusselroller. Also alle Katzen, Muttis und Vatis, die werden das wissen. Momentan ist es nicht ganz so schlimm, aber wenn der Sommer anfängt, das ist so übel mit den ganzen Katzenhaaren. Und dann habe ich von Hip Kinderknusperringe einfach mal zum Ausprobieren für Leon gekauft. Ich habe ja schon mal erwähnt, er isst auch normale Süßigkeiten, aber sowas so zwischendurch, da hat man nicht ganz so schlechtes Gewissen als Mutter. Dann von Balea eine Seife, die Melonenseife, die finde ich immer sehr gut, die benutze ich auch häufig. Ja, ist klar, ist halt eine Seife, deswegen benutze ich die häufig. Ich meinte damit, die habe ich schon öfter gekauft. Dann von Baby Love sensitiv feuchte Tücher, die kleinen, die habe ich dann immer in seiner Windeltasche, in dieser kleinen, die ich dann in meine Handtasche packe. Interessiert euch vielleicht auch mal so ein Video, was ich in meiner Handtasche als Mama von einem Kleinkind habe? Falls ja, dann könnt ihr mir das gerne mal in die Kommentare schreiben, dann würde ich mal davon auch ein Video machen. Ich habe mehrere Sachen auf meiner Liste stehen, die ich noch alle machen muss, aber irgendwie hatte ich bis jetzt nie die Zeit. Das sage ich immer voll oft, dass ich nie die Zeit habe. Aber ich denke, jetzt wo Leon in den Kindergarten geht und wenn das Gröbste hier gemacht ist, werde ich auch wieder Zeit haben. Ja, falls euch das interessiert, dann schreibt mir das wie gesagt gerne in die Kommentare, dann würde ich das mal eben schnell abdrehen. Das heißt mal eben schnell, aber das geht ja eigentlich noch relativ schnell. Da brauche ich ja nicht viel für machen. Dann habe ich von Saubär ein Bärchenbad, so eine Kapsel mitgenommen, also so ein Bärchen. Und das kann man dann in die Badewanne schmeißen und dann, weiß ich nicht, sprudelt das, duftet nach roten Beeren. Badetablette in Bärchenform, färbt weder Haut noch Wanne. Das heißt, also das gibt dann auch noch die Farbe ab. Ja, im Kindergarten haben die auch immer so Kapseln und so, dann dürfen die dann immer Wasserspiele am Waschbecken machen. So haben sie den Leon auch die ersten Tage gekriegt, weil er liebt Wasserspiele, aber ganz viele Kinder lieben das. Und da war der dann eine halbe Stunde im Badezimmer mit den Erziehern verschwunden und hat mich total vergessen. Ja. Am Anfang war er nämlich sehr, sehr anhänglich und wollte nicht einmal irgendwie den Raum verlassen oder ich durfte den Raum nicht verlassen. Aber als sie das dann gemacht haben, das fand er so faszinierend. Also das finde ich wirklich süß von denen im Kindergarten. Dann haben die dann von Schleich diese Tiere dann, oder ich weiß nicht, ob die von Schleich waren oder von irgendeiner anderen Marke. Auf jeden Fall Dinosaurier und so, dann haben die dann damit gespielt in dem verfärbten Wasser. Das fanden die Kinder wirklich sehr, sehr toll. Und ich habe ihnen jetzt auch mal so eine Kapsel für 99 Cent. Das ist schon ziemlich teuer. Ich glaube, die hat 99 Cent gekostet, aber ich blende euch das ja wieder ein. Aber für einmal, dass er da ein buntes Erlebnis in der Wanne hat, ist ja auch gut. Ja, dann wie immer von Elmex die Zahnpasta, die finden wir sehr gut. Leon mag die eigentlich auch. Und eine neue Zahnbürste, da kaufe ich ihm ja eigentlich meistens jeden Monat eine neue. Ich sehe gerade, da fehlt eine Borste von Signal. Von 1 bis 6. Ihr könnt ja sehen, dass da eine fehlt. Da. Beim letzten Mal habe ich nämlich eine Zahnbürste mitgenommen von 3 bis irgendwas und die war riesig und ich habe da nicht drauf geachtet, dass da oben dann, da stand nämlich nur Milchzahn und ich habe nicht nach dem Alter geguckt und ich habe richtig gemerkt, dass er das nicht so toll findet, wenn ich ihm damit die Zähne putze oder er sich damit auch nicht so gerne die Zähne putzt, weil der Kopf schon ein bisschen größer war und jetzt habe ich mal wieder so eine kleine nach seinem Alter entsprechend gekauft. Dann brauchten wir wie immer mal neue Schnuller und jetzt habe ich wieder die Mamm-Schnuller mitgenommen, 16 plus. Ja, die sind wirklich sehr, sehr teuer, aber die sind echt gut. Ich merke das jetzt wirklich immer mehr. Ich habe ja jetzt voll viele von den günstigen, die eigentlich als Alternative auch eine gute Sache sind, wenn man, wenn das Kind nicht mehr so oft den Schnuller nimmt. Aber irgendwie kommen jetzt, glaube ich, die letzten Zähne wieder und der ist total schnullerabhängig. Und deswegen muss ich die auch häufig wieder reinigen, die Schnuller. Und ich habe ja schon mal gesagt, dass das ganze Wasser dann auch meistens in diese Schnuller, in diese Schnuller, Sauger reinlaufen und das ist ja natürlich nicht so gut und ich merke das auch. Ich habe ihn gestern mit ins Bett genommen nachts, weil er so geweint hatte, weil ich den Fehler gemacht habe und ihm Ei gegeben habe und ich jetzt erst geschnallt habe, dass er kein Ei verträgt oder sein Körper sich erstmal dran gewöhnen muss. Ich habe ihm vor einer Woche mal Ei gegeben und danach hatte er die Nacht Durchfall. Und ich bin gedacht, oh Gott, ne? Und dann ist er auch zu Hause geblieben, ich habe ihn nicht in den Kindergarten gegeben. Ich habe gedacht, der hätte irgendwie, ja weiß ich nicht, einen kleinen Magen-Darm oder so, aber nachmittags war wieder alles in Ordnung oder mittags
Und ja, jetzt habe ich ihm wieder Rührei gegeben und ich habe mir gedacht, ach, der isst das so gerne und auch ist das schön, weil früher wollte er das nie essen. Und ja, er verträgt das wirklich nicht gut, weil er die Nacht hatte, der so Krämpfe, und dann habe ich ihn mit ins Bett genommen. Und erst als er sich dann erleichtern konnte, wurde das besser und dann konnte ich ihn auch wieder mit ins Bett nehmen. Auf jeden Fall, worauf ich hinaus wollte, hatte er den Schnuller im Mund und da war auch so ein bisschen Wasser noch drin oder Speichel oder was auch immer. Und da hat man immer so... Hast du gehört? Der lacht immer im Bett und immer... Und ich denke, nein. Weil da irgendwie Speichel oder Wasser in dem Sauger drin war. Und die sind wirklich nicht gut. Auf jeden Fall, die Mamen, die sind wirklich sehr, sehr gut. Und ja, ich konnte aussuchen bei 16 plus einmal zwischen diesen und den Mom Air. Aber ich finde bei 16 plus diese Mom Air, die sind riesig. Das sind so Riesenteile. Das ist der ganze Kopf bedeckt mit Schnuller. Da finde ich die dann schon ein bisschen besser. Darüber habe ich jetzt auch wieder ziemlich lange gequatscht. Dann habe ich von Freche Freunde das auch wieder eingepackt, obwohl Leon die eigentlich eingepackt hat. Er hat einfach was genommen, aber er hat auch wieder diesmal Sachen zurückgeräumt. Also er hat das Aufräumen für sich entdeckt momentan. Und aber die Rosinchen mag er wirklich sehr gerne, deswegen habe ich die auch im Einkaufswagen gelassen. Und wie immer auch die ganzen Riegel hier, das sind schon ziemlich viele. Und da kriegt er mal alle zwei Tage ein oder manchmal auch jeden Tag ein, je nachdem, wenn die gerade weggehen oder so. Noch kann er es vertragen, er ist total dünn. Ich werde auch immer von den Erziehern darauf angesprochen, das heißt immer, der ist ja jetzt seit zwei Wochen da, aber die haben schon öfter gesagt, mein Gott, an dem ist ja nichts dran, die Hose rutscht ja immer wieder, aber er ist ja eigentlich ganz gut, ne? Da kann ich auch nichts machen. Aber ja, meine PKIP-Leiterin, die meinte mal zu uns, dass meistens, wenn man das Kind falsch ernährt, das kommt meistens erst im Alter, also im Grundschulalter heraus, wenn man das Kind falsch ernährt hat. Das heißt, wenn man das Kind voll gebombt hat mit Zucker und irgendwas anderem Ungesunden oder so und das Kind ist überhaupt nicht dick, es ist schlank, ganz normal, ist alles gut. Meistens im Grundschulalter geht das Kind dann auf einmal auf wie ein Hefekloß und da rächt sich dann wohl die Ernährung. So hat unsere PKIP-Leiterin das mal zu uns gesagt. Deswegen achte ich schon auf seine Ernährung, aber er kriegt auch viele Süßigkeiten. Er kriegt so viel zu essen, wie er möchte. Nur halt nicht so viel, wie er möchte von Schokolade oder so, ne? Ja. Von Baby Love die Schwimmwindeln haben wir auch wieder eingepackt. Ja, er geht jeden Sonntag immer noch wie gehabt mit meinem Mann und mit den anderen Vätern und den anderen Kindern schwimmen. Dann haben wir Mütter dann unsere Ruhe, ne, für ein paar Stunden oder besser gesagt, wir können dann ausschlafen. Und die Männer haben dann Spaß mit den Kindern und das finde ich wirklich toll, dass das immer noch so beibehalten wird. Und dass da immer wieder mehr dazukommen, weil wir immer wieder mehr Leute kennenlernen. Und mit Kindern. Dann habe ich wieder Trockentücher, diese Kosmetiktücher mitgenommen. Die nehme ich immer für meine Nase. Die habe ich hier immer im Gästezimmer, also in meinem Arbeitszimmer oder im Schlafzimmer oder im Badezimmer unten stehen. Also die habe ich eigentlich überall stehen. Dann von Balea softe Reinigungstücher. Die habe ich ganz früher immer gekauft, aber dann bin ich zu BB-Tüchern umgestiegen. Die finde ich auch immer besser, die von BB. Aber die waren nicht da, die waren ausverkauft, deswegen habe ich die gekauft. Dann habe ich meine Standard-Zahnpasta von Signal mitgenommen. Beim letzten Mal hatte ich so eine ganz teure, die war wirklich schrecklich, die war richtig doof. Dann habe ich Ernie und Bergkekse von der Sesamstraße gekauft. Weil meine Lieblingskekse nicht mehr im Handel, also zumindest in den DM-Märkten gibt, wo ich immer einkaufen gehe. Und wir haben viele DM-Märkte hier. Und bei uns gibt es die hier nicht mehr. Ich bin total traurig darüber. Aber diese Ernie und Bert-Kekse, die gehen auch. Und wenn wir öfter, wir haben halt öfter mal besucht, auch von anderen Kindern hier und so, dann kann ich die anbieten. Dann hat Leon Dennis noch sein anderes Deo mitgenommen, was er immer mitnimmt. Das von Axe Africa und das riecht wirklich gut. Also das riecht wirklich gut. Das riecht nicht so künstlich, eklig oder so penetrant. Hier habe ich auch wieder diese 150 Kosmetiktücher. Habe ich schon gebraucht, als wir unterwegs waren. Dann nochmal so 100 Tücher. Also diesmal hatten die keine schönen Designs. Ich habe einfach mal so die besten rausgesucht. Dann von Alnatura die Knabbereulen, die sind wirklich voll lecker und auch so für zwischendurch essen wir die so total gerne. Und ich finde es halt immer gut, ganz viele Alternativsüßigkeiten,
obwohl die so gesund sind, weiß ich auch nicht, Alternativsüßigkeiten im Haus zu haben, damit er nicht immer diese Standard-Butterkekse oder sowas oder Waffeln oder was man halt immer alles für die Kinder kauft, hat, sondern auch mal eine Alternative. Und dann hat er Dennis noch so ein Deo mitgenommen, auch von Afrika. Dann hat Dennis auch eine... was ist denn so ausgelaufen? Das riecht auf jeden Fall gut. Und was ist das? Ja, auf jeden Fall hat er hier wieder seine Standard-Zahnpasta mitgenommen, die Parodontax. Und ich habe dann wie immer eine Küchenseife von Balea gekauft. Die finde ich wirklich sehr gut. Habe ich ja schon mal gesagt, dass meine Hände dann nicht so extrem nach Seife stinken. Wenn ich dann Fleisch anfasse, finde ich das dann so besser. Und von Gliscor ein Hair Repair Color Schutz und Glanz Express Repair Spülung. Ja, die finde ich ganz gut, wenn ich mir, wie gesagt, die Haare nicht gewaschen habe. Sprühe ich mir die damit einmal ein, dann riechen meine Haare ganz gut und ich kann die gut kämmen. Ja, und wenn ich dann meine, die sind fettig, dann kann ich das mal mit dem Trockenshampoo ausprobieren. Da bin ich wirklich sehr gespannt. Und das ist jetzt hier eine neue Variante. Mir ist das auch immer ganz wichtig, dass es gut riecht, weil das so eine ähnlich, weil das für mich so ähnlich ist wie eine, ja, wie auch so ein, nicht nur zum Kämmen, sondern damit meine Haare einfach gut riechen, so ein Haarparfüm halt. Ja, das riecht ganz okay. Ja. Dann brauchte Leon wieder eine neue Sonnenmilch. Ist auch eingesaut. Die hier, die finde ich wirklich sehr, sehr gut. Wir haben jetzt diesen Sommer wirklich viel Sonnenmilch für ihn gekauft. Aber jetzt ist er in so einem Alter, der rennt ja wirklich nur noch rum, wenn er draußen ist. Und da kann man nicht mehr gucken, dass er ja im Schatten bleibt oder so. Deswegen muss man die Kinder natürlich viel eincremen. Und das finde ich wirklich sehr, sehr gut. Ich habe mal von Alnatura die Sonnenmilch ausprobiert, ganz am Anfang, als er noch richtig klein war. Stand ich mit meiner Freundin und unseren beiden Kinderwagen, standen wir vor diesem Regal, als der Sommer anfing. Und dann haben wir uns gefragt, oh Gott, was nehmen wir denn jetzt? Und wir haben im Kopf gehabt, Alnatura ist bestimmt, oder Alnatura? Naja, auf jeden Fall so eine Biomarke ist das gewesen. Ich weiß nicht, ob das Alnatura war, keine Ahnung. Doch, ich meine schon. Alverde? Ach, ist egal. Auf jeden Fall standen wir dann da vorne und haben gedacht, komm, wir nehmen lieber das. Das sieht so natürlich aus und das kaufen wir jetzt für unsere Kinder. Und da waren wir noch in so einem Kinderwagenalter, da hat das gereicht, wenn man denn nur das Gesicht mal eingecremt hat. Und das war so schrecklich. Wir haben direkt nächsten Tag haben wir uns dann eine neue Sonnencreme gekauft und nämlich die, weil die andere, die hat einen extrem weißen Film hinterlassen. Also das Kind war total weiß. Egal, wie oft man da gerieben hat und gerade bei so einer Babyhaut, will man nicht so oft dran rumreiben und das fand ich, also du hattest da echt ein weißes Kind und das finde ich ganz gut, das kann man gut verteilen und das Kind ist nicht so weiß. Und dann habe ich hier auch noch von Essence einen Coverstick, das ist die Nummer 01, Sandmatt. Könnt ihr das so sehen? Ja. Den finde ich wirklich voll gut und den hatte ich jetzt, ich glaube, den habe ich jetzt schon, ja, so ein halbes Jahr gehabt oder so, sogar noch länger. Ich benutze den wirklich sehr häufig, wenn ich mich überhaupt nicht schminke. Das mache ich ja also im Alltag ganz normal. Wenn ich jetzt nicht unbedingt einkaufen gehe oder durch die Stadt gehe oder irgendwas anderes vorhabe, dann schminke ich mich schon mal gerne. Aber wenn ich jetzt den Leon zum Beispiel in den Kindergarten abgebe, da habe ich keine Lust, mich vorher noch eine, weiß ich nicht, 20 Minuten zu schminken oder so. Da creme ich mein Gesicht ein und ich habe wirklich sehr unreine Haut seit ich mit der Hormontherapie damals angefangen habe, also bevor ich schwanger geworden bin, habe ich ja mit dieser Hormontherapie angefangen. Ich weiß nicht, ob es daran liegt oder so, aber ich glaube, ich habe hormonell bedingt, warum auch immer, deswegen so viele Unreinheiten. Und das ist meistens hier unten im unteren Bereich und auch irgendwie hier nur, hier weniger, aber meistens hier. Und natürlich weil ich so oft meine Augen auch reibe und so, habe ich hier immer so rote Stellen und unter der Nase vom Naseputzen manchmal. Und dann will ich ungern, dass ich hier überall mit den roten Stellen dann den Leon im Kindergarten abgeben oder irgendwo auch mal den Müll rausbringen. Ne? ich muss mich dafür nicht extra schminken, aber wenn ich halt so extrem gerötete Stellen habe und nicht gerade voll die makellose Haut habe, benutze ich diesen Coverstick echt gerne und dann mache ich hier einfach nur die Stellen, die gerötet sind, die betupfe ich dann kurz damit. Dann gehe ich so leicht mit den Händen da so drüber, dass ich das so leicht einklopfe in die Haut
Und dann sieht man davon schon fast nichts mehr und man sieht immer noch natürlich aus und man hat sich nicht geschminkt und das geht, dauert eine Minute und dann ist das fertig. Also finde ich dann bei unreiner Haut, die ich momentan wirklich extrem habe, ganz gut. Und ich, ja, wenn ich jetzt im Urlaub war oder so, dann geht es eigentlich, dann bin ich ja gebräunt und dann sind die ganzen Pickel ausgetrocknet, dann brauche ich sowas eigentlich eher nicht. Aber ja, damit ich mich nicht immer die ganze Zeit nur schminken muss, um meine unreine Haut zu verstecken, nehme ich halt diesen Coverstick. Dann habe ich noch von Babylove 100% Biosaft Karotte für Leon gekauft. Nach dem vierten Monat kann man das geben. Leon kriegt sonst auch immer das von Lidl mit Honig und so ist das. Aber da wir jetzt bei DM waren und die das hier hatten, habe ich das gekauft, weil er das sehr gerne trinkt. Mein Gott, habe ich wieder viel gequatscht. Ich kann jetzt nicht sehen, wie lange ich gequatscht habe, aber ich glaube, das war schon wieder ziemlich lange. Ich halte mich immer voll lange bei einem Teil auf. Ich hoffe, das stört euch nicht. Ich hoffe, also einige mögen das ja, das sagen die mir immer wieder, aber manche denken immer, mein Gott, selber doch nicht so viel. Ja, mache ich nun mal. Ist nun mal mein Ding, ne? Das war's. Glaube ich. Ja, irgendwie so wenig, ne? Kommt mir so vor. Ich habe sonst immer mehr. Wir haben auch nicht so viel bezahlt. Sonst haben wir immer total viel bezahlt. Aber dieses Mal hat sich das eigentlich, ja, wir brauchten nicht so viel. Und wir konnten noch diesen Rossmann-Gutschein abgeben von 10%. Das war natürlich total gut. Also so, wenn man so eine Menge hat, dann lohnt sich das wirklich sehr gut. Ja, das lohnt sich dann. Ansonsten war es das. Ich gucke, dass ich das heute noch bearbeiten kann. Wir haben jetzt Samstag. Ich weiß nicht, wie ich das schaffe, weil Leon schläft schon eine Stunde. Ich weiß nicht, wie lange er noch schläft und wir gehen gleich zu meinen Eltern, wollen das Wetter noch genießen. Also werde ich es erst heute Abend bearbeiten. Ich weiß nicht, ob ich es dann heute Abend am Samstag noch hochladen kann oder ob ich es dann Sonntagmittag oder morgens dann halt mache, weiß ich noch nicht. Auf jeden Fall wird nächste Woche, ich denke so Dienstag, Mittwoch rum, wird dann ein neues Thermomix-Video endlich mal kommen. Aber dadurch, dass ich ja jetzt eine Woche krank war und dann hatten wir auch noch eine Woche Eingewöhnung, habe ich jetzt nicht so viel gekocht. Und deswegen wäre das dann uninteressant gewesen, wenn ich jetzt nur für 2 Tage oder so mal das Video hochgeladen hätte. Ich möchte ja schon eine ganze Woche zusammenkriegen. Aber die Woche habe ich jetzt schon zusammengekriegt. Besser gesagt, ich bin noch dabei bei der Woche und dann gucke ich, dass ich es ganz schnell bearbeite, das Thermomix-Video, und dann Dienstag, Mittwoch hochlade. Ja, ich wollte noch irgendwas sagen. Was wollte ich denn noch sagen? Ja, dann habe ich noch ein Video also ich habe mehrere Videos geplant, aber eins, was jetzt bald irgendwann kommen wird oder worauf ihr vielleicht auch schon wartet, ist ja dieses künstliche Befruchtungs-Update, also Kinderwunsch-Update. Wir haben am 23. nämlich den nächsten Termin erst, also vorher brauchten wir den Termin nicht, weil ja, wir halt noch nicht vorher anfangen können. Wir mussten erst noch alles in die Wege leiten. Und am 23.09. haben wir, wie gesagt, den Termin in der Kinderwunschklinik, den neuen, und da bekomme ich dann die ganzen Medikamente und den Behandlungsplan. Und sobald der Termin erledigt ist, also vielleicht sogar noch am 23., werde ich dann ein neues Update machen, also ein richtiges Update, und euch erzählen, was beim ersten Termin abgelaufen ist, obwohl ich das ja auch in diesem Follow Me Around schon gesagt habe. Aber da werde ich nochmal ausführlich drauf eingehen. Und dann halt, was dann in dem nächsten Termin dann gewesen ist. Und wie wir jetzt anfangen, wann wir jetzt anfangen und womit wir jetzt anfangen, mit welchen Medikamenten. Vielleicht interessiert euch das ja auch. Ja, also ich denke, so, wir können anfangen am 1. Oktober oder so. Dann müsste ich meine Periode bekommen und dann können wir damit anfangen. Und ich hoffe, dass ich die dann auch das letzte Mal bekommen habe. Mal schauen. Ja, auf jeden Fall, ja, wie gesagt, ich werde jetzt noch gucken, dass ich das alles zusammenräume. Und ich wünsche euch noch ein wunderschönes Wochenende. Es ist ja super mega warm draußen. Die Sonne scheint. Und ich gucke mal, dass ich vielleicht jetzt noch ein bisschen in den Pool gehen kann, während Leon noch schläft. Und das noch ein bisschen ausnutzen kann. Ja, wie gesagt, ich wünsche euch ein wunderschönes Wochenende und sage bis zum nächsten Mal. Tschüss!